Dieser Wagen ist für die Beach Boys des 21. Jahrhunderts, der Beetle Dune. Anfang 2016 bringt VW den Käfer im rustikalen Look, der mit gut 50 mm mehr Bodenfreiheit an die Buggies von früher erinnert. Zwar mit Türen und zunächst nicht offen, aber durchaus mit Showcar-Qualitäten. Zumindest bei der Testfahrt auf Sylt drehen sich mehr Köpfe nach dem rund 1 Million teuren Einzelstück um, als nach den Jet-Set-Cabrios aus München, Stuttgart oder England. Felgen wie Sonnensegel, Dachspoiler, glänzender Unterfahrschutz und funkelnder Arizona-Lack. So nennt VW die Farbe. Massive Kunststoffbeplankungen an den Radläufen verleihen im Dune tatsächlich ein wenig Buggy-Spirit, den allerdings erst die später folgende Cabrio-Version wirklich liefern wird. Auch innen trägt die Studie Sommerlook. Wie immer im Beetle funkelt das Armaturenbrett in Wagenfarbe. Daraus wachsen ein Sportlenkrad und für den Beifahrer ein massiver Haltegriff vor dem offenen Handschuhfach, falls es doch mal über Stock und Stein gehen sollte. In die Serie wird der es aber nicht schaffen. Doch gedacht ist der Dune ohnehin mehr für den Boulevard als für den Beach. Deshalb wird Allrad auch keine Option sein. Dafür hat er, wenn gewünscht, reichlich Kraft. Die Studie, ausgestattet mit dem 210 PS Turbo aus dem Golf GTI, sprintet in 7,1 Sekunden auf Tempo 100, schafft 227 km/h. Später gibt es alle Beetle-Motoren ab 105 PS. Bei geschätzten 3.000 Euro Aufpreis macht das mindestens 21.000 Euro. Ob das Ding so heißen wird, wissen wir noch nicht. Aber auf jeden Fall wird diese Cross-Variante kommen. Und ich bin gespannt, wie sich der verkaufen wird. Ich finde ihn toll. Wer auf das gute alte Buggy-Feeling nicht verzichten möchte, muss nicht bis 2016 warten. Gebrauchte Original-Buggies bekommt man schon ab 5.000 Euro.